Hallo zusammen, hier ist der Christian von cfotos.de und ich begrüße euch zu einem neuen Lightroom-Tutorial. Heute wollen wir nicht in diesem normalen Ablauf weitergehen, den ich hier eigentlich jetzt schon begonnen hatte, sondern heute möchte ich euch gerne ein Problem zeigen, das mir beim letzten Shooting passiert ist. Und zwar, als ich das Musical-Projekt fotografiert habe, hatte ich vergessen, einen der Kamerabodies im Datum umzustellen. Es war gerade im Ende März wurde ja die Uhr umgestellt und das habe ich vergessen und das ist mir danach aufgefallen, wie die Bilder durcheinander waren und ich möchte euch gerne heute in diesem Video zeigen, wie man diesen Umstand, dieses Problem in Lightroom beheben kann. So, ich habe hier schon mal Lightroom geöffnet und ich möchte euch gerne kurz zeigen, wo das Problem denn eigentlich liegt. Dazu gehe ich mal ein bisschen hier nach unten. Ihr seht, da sind einige Bilder zusammengekommen und ich möchte euch gerne eine Stelle zeigen, wo man das dann ganz gut sieht, beziehungsweise die Stelle, wo es mir selbst dann aufgefallen ist, und zwar an dieser Stelle hier. Wenn ihr hier mal schaut, gibt es hier diese Bilder, die hier diese Person hier zeigen, und dann gibt es noch die Bilder hier zwischendrin. Das ist alles aus einer Szene im Grunde. Aber da wurden viel, viel mehr gemacht. Und ich habe mich gefragt, wo sind diese Bilder abgeblieben? Und wenn wir weiter nach unten scrollen, dann kommen diese Bilder irgendwann, nämlich hier. Und es ist so, ich habe eine D90 und einen D7000 Body verwendet. Und wenn wir hier in die Metadaten reingehen und schauen mal hier die Objektive. Ein Objektiv war eben auf der D90. Das war dieses hier. Und hier der 70-200. Die Veranstaltung, die hat begonnen um 20 Uhr, kurz nach 20 Uhr. Wir nehmen mal hier jetzt so ein Bild raus und gehen mal hier in die Detailansicht und blenden uns mal hier ein. Okay, 20.04.13, 20:21 Uhr, das passt hier. Und wenn wir jetzt aber mal hier rüber wechseln auf das andere Objektiv und schauen mal hier in so ein Bild rein, welches nehmen wir mal? Nehmen wir einfach mal hier eins, was total schlecht geworden ist. Macht ja nichts. Aber wenn wir hier gucken, steht hier 19:46 Uhr. Also eigentlich müsste es 20:46 Uhr sein. Also, wie können wir das Problem lösen? Definitiv geht es hier um eine Stunde, die die Uhr ja vorgestellt wurde. Und das war bei diesem Body hier noch nicht passiert. Das wollen wir jetzt lösen. Also wir markieren uns, wir wissen, alle Bilder mit diesem Objektiv sind auch auf diesem Body gewesen. Ihr könnt natürlich auch hier auf alle Objektive wieder gehen und könnt hier Nikon D90 auswählen. Das machen wir auch einfach. Wenn das hier bei euch im Metadatenbereich der Filter nicht auftritt, dann könnt ihr hier oben auch auf diesen Bereich klicken und könnt euch dann hier die Kamera eben auswählen. Also D90 wollen wir gern verändern. Jetzt haben wir all diese Bilder, die definitiv falsch datiert sind. Wir markieren mit Apfel A alle Bilder und gehen dann im Menü auf Foto und gehen dort, beziehungsweise nein, wir gehen auf Metadaten und gehen dann dort auf Aufnahmezeit bearbeiten. Das bringt euch hier in einen neuen Dialog und hier können wir die Aufnahmezeit dann eben abändern. Wichtig an dieser Stelle, ihr könnt das nicht mehr rückgängig machen. Was ihr jetzt hier macht, muss Hand und Fuß haben. Also ihr könnt nachträglich zwar genau diese Bilder wie eine Stunde zurückdatieren, aber wenn ihr eine ja, sehr spezielle Auswahl der Bilder habt, die vielleicht auch auf dieser Zeitspanne basiert, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen. Also der Befehl Apfel Z funktioniert hier nicht. Wir wollen das Ganze nicht auf ein angegebenes Datum oder Uhrzeit einstellen. Wir wollen auch nicht jedes Bild auf Erstellungsdatum der Datei ändern, sondern ich möchte jetzt an dieser Stelle gerne um eine angegebene Stundenzahl verschieben. Die neue Zeit soll also die ursprüngliche Zeit plus eine Stunde sein. Das sehen wir hier. Und dann haben wir das Ganze eben nachträglich korrigiert. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Ist okay. Wir klicken auf Alle ändern. Und jetzt haben wir eben unsere Bilder hier nochmal geöffnet und ihr seht, es ist nicht mehr 19:46 Uhr, sondern eben 20:46 Uhr. Ja, so einfach kann es gehen. Also, wenn ihr mal vergessen habt, Datum oder Uhrzeit umzustellen, könnt ihr das
hier jederzeit machen. Wir wechseln mal nochmal zurück hier in diese Ansicht, wo wir auch hier an der Seite die Metadaten sehen und sehen jetzt auch hier, wenn wir das Bild hier auswählen, dieses eine Bild, dass hier jetzt auch die Aufnahmezeit geändert wurde. Also alles ist wieder richtig, alles ist wieder im Lot und man kann bearbeiten und das hat jetzt auch zur Folge, dass wenn wir einmal hier nach oben gehen, beziehungsweise in die Stelle, wo wir eben gesehen haben, wann kommt das? Das war nämlich im zweiten Teil und ihr seht, jetzt sind alle diese Bilder auch aufgrund der Sortierung nach Datum hier einfach wieder zusammen in der Liste. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, wenn ihr ebenfalls so ein Problem habt. Wenn ihr Fragen habt, postet sie einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und vergesst natürlich auch nicht, unter dem Video auf den Mag ich und den Gefällt mir Knopf zu drücken und teilt das Video natürlich auch. Bis dahin, viel Spaß in Lightroom und bei der Fotografie. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.